Yo Leute, willkommen zurück bei Dungeons 2. Wir greifen die erste Stadt an. Und da fackeln wir jetzt gar nicht lange. Direkt wird hier angegriffen. Ich würde gerne diese Stadt hier dem Erdboden gleich machen. Wir können auch Einheiten wiederbeleben ab sofort. Das ist also auch nicht das Problem. Boah, flammen uns hier gut durch. Boah Leute, das sieht ja richtig gut aus, was wir hier machen. So, macht den einen da mal fertig. Wenn ihr den habt. Ah, der wird dann dauernd hochgeheilt von den blöden Pixies hier. Dann machen wir halt erst die Pixies. Was soll's? Habe ich auch kein Problem mit. So. Jetzt können wir uns umdrehen und den kaputt hauen. Sieht gut aus bei unseren Einheiten. Alles schön viel Lebensenergie. Die Städte lagen da wie reife Früchte, die nur noch gepflückt werden mussten. Das ultimative Böse zog seine Kreaturen zusammen, um sich des Problems an. Das kleine Fischerdorf hatte der Horde, abgesehen von etwas Mundgeruch, nichts entgegenzusetzen. Den Gedanken daran, die Fischer für sich schuften zu lassen, verwarf das zweifelnde Böse schnell wieder, als ihm einfiel, dass die Horde sich an etwas so gut Schmeckendes wie Fisch durchaus gewöhnen könnte. Ja, das wäre nicht so cool. Ich wollte mal eben schauen, was hier noch ist. Die Kreaturen des ultimativen Bösen hatten an der Oberfläche einen Zugang zur Unterwelt entdeckt. Es wäre sicher weise gewesen, diesen Zugang zu sichern, um diesen Eingang so für sich zu beanspruchen. Mit Leichtigkeit nahmen die Kreaturen des ultimativen Bösen den Bereich ein und machten damit den Zugang zum Untergrund frei. Also, hier ist dieser Durchgang gewesen, nicht auf der anderen Seite, wo wir dachten. Hier hätte man sich durchgraben können. Boah, das findet doch keine Sau. Na gut, egal, was soll's. Die wollen noch eine Karawane losschicken, echt, obwohl ich hier alles abfange. Na, ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Hier die Füchse. What does the fox say? Ring, ding, 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 ding. Hier müssen wir auf jeden Fall kalt machen, damit auch das zu unserem wunderschönen bösen Gebiet wird. Yes, yes, ja. So, machen wir die Holzfäller als nächstes, würde ich sagen. Hier draußen stehen ja einige Holzfäller. Die greifen wir zuerst an. Der Gobomat, der rennt immer so weit vor, ne? Weil er so schnell ist. So, ich würde sagen, wir greifen von unten an. Okay, da kommen die ersten. Oh, die haben uns nichts entgegenzusetzen. Danach machen wir den Kleinen da vorne kalt. Oh, da oben ist wieder ein Pixie. Schnell, mach den kalt, sauber, bevor die Pixies kommen. Und jetzt erstmal die Pixies. In einem geheimen Raum war es wieder einmal Zeit. Was für ein geheimer Raum? Ah, eben wurde mir irgendwas angezeigt. Okay, warte, warte, warte. Ah, was? Wieso gehen die Benachrichtigungen denn einfach weg? Ja, so geht's aber nicht. Na, oh, Pixies. Vorsicht, Leute, Pixies. Da hinten sind Pixies. Ihr müsst die Pixies fertig machen. Hier, ich brauche von dem. Shit. Heilt den Gobomaten! Nein, der Gobomat ist kaputt gegangen! Das finde ich aber richtig kacke jetzt. Okay, den Gobomaten müssen wir auf jeden Fall wiederbeleben. Wie ging das? Hier. Da ist er. Oh, der kommt direkt wieder. Sauber. Ja, das ist auf jeden Fall geil. Das ist sehr wichtig gewesen. Mein Goblin-Häuptling darf nicht sterben. Wir müssen alle auf die Pixies gehen, Leute. Ihr checkt das nicht, oder? Seid ihr ein bisschen dumm heute? Die heilen sich gegenseitig hoch. Komm schon, mach die... geht doch. Ah, der ist down. Shit, der Goblin. Ich glaube, ich krieg jetzt den Häuptling nicht zurück. Bin mir aber nicht sicher. Vielleicht, wenn der Gobomat gleich fertig ist, kommt der Häuptling ja auch noch. So, und jetzt könnt ihr bitteschön hier alle auf das harte Hüder gehen. Damit auch diese Karawane wieder zerstört wird. Wie lange dauert denn der Spaß hier? Mach schneller! Na, egal. Ah, ich glaube, meine Schatzkammer ist voll. So gut wie. Ah, ne, die lagern jetzt hier hinten ein. Kann ich hier noch irgendwas erforschen? Nö. Ein weiterer Goldtransport wurde von den Kreaturen des abscheulichen Bösen aufgehalten. Ich frage mich halt, ob ich irgendwie das Bevölkerungslimit anheben kann. Ah, das kann ich sogar wegklicken. Es muss doch irgendwie auch noch gehen, ne? Ah, hier ist noch ein Buch.
Schaden plus 15%. Das würde ich gerne meinem einen Ork dann geben. Es ist zahlbar. Ah, das kann ich nicht hier rausholen, scheinbar. Dann geben wir das in Gobomaten. So. Magie ist der Spinnentöter. So, raus mit dir. Sehr gut. Oh, du solltest dich heilen. Na komm, du gehst mal zu den anderen Einheiten. Und die Dingens, die heilen dich dann schon. Ah, der Ork-Hauptmann ist wirklich gestorben. Wieso ist geht mein Bevölkerungslimit aber nicht weg? Wo habe ich denn jetzt den Goblin-Schurken her? Ist das der oder der? Ist der Goblin-Schurke? Ja, der hier. Frag mich nicht, wo der jetzt herkommt. Nehmen wir den halt mit an die Oberfläche. Den muss ich irgendwie bekommen haben, weil ich habe keinen Goblin-Schurken ausgebildet. Oder ich habe mir auch keinen Goblin gekauft. Keine Ahnung, wo der herkommt. So, wenn der dann da ist... Ich kann auch zaubern, darf ich nicht vergessen. Benötigt Forschung. Ach so, shit, ich muss die ja noch alle erforschen. Klar, stimmt. Erforscht die Kunst der Armeeführung und erhöht die eure maximalen Bevölkerung. Oh Gott, ich bin so ein Honk. Ah, ja, okay. Fürs nächste Mal. Ey, Leute, in dieser Mission... Oh, musste ich echt viel Lehrgeld bezahlen. Muss ich auch mal zugeben, da habe ich jetzt... Ja. Da habe ich mich ein bisschen doof teilweise angestellt. So, greift den einen da an erstmal. Oh, der Gobobot, ne? Der ist so nice, wie der da durchburnt. Boah, keine Chance, die Leute. Keine Chance gegen uns. Ey, da lebt einer. So, und schon ist das hier unser Reich. Okay. Hier können wir schon angreifen. Hier sind... Das langwierige Böse hatte noch immer nicht alle Städte zerstört. Bleib locker. Und mittlerweile das von den Entwicklern dafür vorgesehene Zeitfenster deutlich überschritten. Ja, okay, so langsam kann ich es ja nachvollziehen, dass ich das jetzt überschreite alles. So, erstmal auf die da hinten. Moment, es gibt gar kein Reichtor. Dann vergiss, was ich gerade gesagt habe. Komm schon, die gehen alle auf den Gobobot. Könnt ihr den da angreifen, bitte? Der heilt nämlich alle, falls ihr das nicht merkt. Wenn der Gobobot jetzt schon wieder stirbt... Ne, der wird jetzt geheilt. Na, das ist nicht wahr! Egal, der Gobobot kommt ja wieder neu dann. So, erstmal den Heiler hier. Und jetzt verliere ich den Schurken auch noch. Wieder einmal war eine Bank in Not geraten und schrie lautstark nach Staatshilfen. Ein Goldtransport machte sich auf der Wall Street auf den Weg. So, der Gobobot... Der Schurke... Okay, der Schurke stirbt jetzt. Da könnte ich mir eigentlich einen Ork-Hauptmann dafür holen. Ja, und jetzt wird das endlich hier erforscht. Zahltag. Achso, da müssen die Nagas, glaube ich, für drin sein, damit die das erforschen, ne? Oder? Geht das einfach so? Ich weiß es nicht. Das geht nicht hoch. Müssen wir gleich mal schauen. Ja, komm, mach das Dorf kaputt hier. Mit meinen drei Einheiten hier. Tut mir echt leid, Leute, dass ich hier in der Mission so ein bisschen gefailt habe. Konnten aber dem Genius des heimtückischen Bösen oder auch ein bisschen mehr entgegensetzen und so fiel diese Stadt der Horde zum Opfer. Sollte die Horde nun hier anfangen, Bäume zu fällen, oder würde das die Nachtelfen erzürnen? Moment, Nachtelfen? Ach so, falsches Spiel. Entschuldigung. Oh Mann, da ist er bei Warcraft gelandet. Ja, kann ja mal passieren. Kein Problem, Junge. Kein Problem. So, den Turm hier, den... Weiß ich nicht, ob ich den jetzt angreifen soll mit drei Einheiten. Könnte man sich ja mal überlegen. Der Gobobot, wie sieht's aus? Ach, guck mal, der Goblin... Ah, der Goblin kommt auch noch. Ja, weiß ich nicht, ob ich mich jetzt darüber freuen oder... nicht freuen soll. Komme ich an dem Turm vorbei? Nee, komme ich nicht. Vielleicht kann ich ein paar Einheiten rauslocken. So, die kommen mit, die kommen mit, die kommen mit. Ist da ein Heiler bei? Nö. Okay, Angriff. Komm schon, kriegen wir, ne? Ja, ich hoffe, dass wir die gut kriegen. Ah, der eine haut ja schon wieder ab. Sehr schön. Die gehen aber schon wieder auf meine Naga-Königinnen. Kann doch wohl nicht angehen. Was haben die Nagas euch getan? Keine Ahnung. So. Ah, shit. Den Heiltrank hat er eingesammelt. Hätte ich jetzt gerne
für den Gobobot aufbewahrt, muss ich aber ehrlich sagen. Und komm schon, ja, den haben wir. Dann greifen wir jetzt den Turm an. Dieser Bereich der Außenwelt beherbergte einen alten, aber funktionsfähigen Heldeneingang, der in den Untergrund nahe des Dungeons führte. Okay. Das ultimative Böse entschloss sich, diesen zu sichern, um so und einen den Turm kaputt Schleichweg machen, bitte. An die Oberfläche nutzen zu können. Dafür muss ich den Turm zerstören, denke ich mal. Aber das sollten wir hinkriegen, oder? Wird er früher... Nee, der wird nicht sterben. Oh. Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Gobobot, aufwachen! Gobobot! Danke. Geh doch. Scheiße. Die kriegen den Gobobot. Der Bereich um den alten Heldeneingang war gesichert. Fortan konnte ihn das niederträchtige Schnell. Böse... Rein, rein, rein. Das ist doch nicht wahr, ey. Jetzt greifen die mich auch noch an. Ich hatte eigentlich nicht vor, dass diese Mission nochmal spannend werden soll. So, und... Euer Thronsaal wird angegriffen. Ja, das kriege ich wohl mit. So, der Gobobot wird hier schon wieder belebt wahrscheinlich, ne? Ja, da liegt er. Oh, der Gobobot, ey. Was würde ich nur ohne den machen? Ey. Da ist die erste Naga wieder umgefallen. Ey, wenn ich... Das kann doch wohl nicht angehen. Kann doch wohl nicht angehen. Verteidigt den Thronsaal. Ja, ich versuch's. Ist nicht so einfach, wie du denkst. So, komm mit. Ach shit, die kommen nicht hinterher. Ich hatte gehofft, dass ich die vielleicht zu der Falle locken kann. Na kommt, kommt. Komm schon. Weiß nicht, ob die angreifen oder nicht. So, guck mal hier, geht mal hier hin, kommt mal hierher. Guck mal hier, hallo. Ah ja, sie kommen, okay. Toll, meine Nagas. Zu der Falle gehen die scheinbar nicht. Doch, der eine ist jetzt zur Falle gegangen, okay. Komm schon, bleibt einfach bei der Falle. Scheiße, Leute, das wäre doch nix. Das wäre doch nix, wenn ich jetzt verkacke. So kurz vorm Ende. Oh Gott, das wäre so ärgerlich. Wo ist der Ork? So, komm schon, heil dich. Oh Mann. Das ist so ärgerlich, Leute. Da muss ich eigentlich heilen. Der Thronsaal wird ja, ich weiß, dass der Thronsaal angegriffen wird. Oh Gott, ey, Leute. Weiterhin gab es Städte, die auf ihre Zerstörung durch die Horde warteten. Komm schon. Die heilt sich gerade selbst, okay. Komm schon. Muss sie hier wiederbeleben. Okay, Naga, komm, komm, komm. Hier hin. Ich versuche die jetzt wieder hier so herzulocken. Ich glaube, das wirkt nicht so gut. Okay, pass auf, ihr geht hier hin. Nein, 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 nicht kämpfen. Ihr müsst die hier wiederbeleben. Wenn ich eine Chance haben will. Ey, mein Thronsaal. Geht so auf die Fresse. Es ist Zahltag. Ist doch nicht wahr, Leute. Kann echt nicht wahr sein. Okay, wir müssen es nochmal probieren. Komm schon, ey, halbes Leben nur noch bei dem scheiß Thronsaal. So, komm, 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 angreifen, ihr die saufen da Bier. Ihr sollt kein Bier saufen, Gobobot, du sollst angreifen. Oh nein. Flamethrower Action. Der kriegt auf jeden Fall 2-3 down, der kriegt auf jeden Fall 2-3 down. Vielleicht sogar alle. Der Gobobot, Leute! Lecco mio, ey. Okay, die müssen sie jetzt hier auf jeden Fall alle heilen. Okay, wir müssen jetzt erstmal wieder klarkommen auf unser Leben. Orkhauptmann, Nagerkönigin, alle noch am Leben. Ach du heilige Scheiße. Puh. Ich weiß nicht, wie die in meinen scheiß Dungeon gekommen sind. Wo kamen die dann auf einmal her?
Die sind die hier runtergegangen? Ich habe keine Ahnung, wo die herkamen auf einmal. Auf einmal waren Einheiten in meinem Dungeon. Ja, egal, was will man machen. So, hier steht soweit noch alles. Wir erforschen jetzt das Dingens. Dann werde ich ein paar Einheiten noch mehr rekrutieren. Damit wir dann schön angreifen können. Was eigentlich, wenn ich den Schurken nehme und den hier rein? Kann ich den dann zum Gobblebot upgraden? Achso, nee, das ist der normale Goblin. Okay, warte. Das ist der Goblin-Schurke. Kann ich den zum Gobblebot dann machen? Nee. Okay, schade, das geht nicht. Komm mit. Ja, macht ihr mal irgendwas. So, die erforschen hier jetzt endlich, dass wir mehr Einheiten bekommen können. Sehr gut. Und wenn ich das habe, dann hole ich mir auf jeden Fall noch ein paar Orks für den Nahkampf. Da kommen schon wieder Gegner. Nee, doch nicht. Dachte. Keine Ahnung, wie die in unseren Dungeon gekommen sind, Freunde. Aber schön war es nicht. Kann man sich hier durchgraben? Ich weiß es nicht. Was ist hier noch für ein Buch? Der Zwergenschreck. Rüstung plus 1. Das kann irgendjemand kriegen. Das merke ich, egal wer. Der hat schon was. Der hier zum Beispiel. Ne, jetzt hat der das bekommen. Ich habe das doch auf... Egal. Scheiß drauf. Neuen Bereich entdeckt. Sehr schön. Siehst du wohl? Hier können wir uns auch noch durchgraben. Dann können wir hier lang. Alles klar. Wir dürfen jetzt übrigens mehr Einheiten haben. Das bedeutet für mich, wir holen uns... wir holen uns nochmal einen Ork. Und eigentlich noch einen Ork. Und der kann sich trainieren. So. Zum Ork-Hauptmann. 5 Einheiten. Kann man das nochmal upgraden hier? Jo, das geht nochmal. Okay. Dann wird das nächste Level auf jeden Fall schneller zu schaffen sein als dieses hier. Das war ja schon ein bisschen peinlich, meine Leistung hier. Ich gelobe Besserung für den nächsten Part, Freunde. Ich gelobe wirklich Besserung für den nächsten Part. Das ist mir ja selber hier schon ein bisschen unangenehm, wie ich hier gespielt habe. Kann man auf jeden Fall besser hinkriegen. Euer Dungeon wird angegriffen. Oh, da habe ich wohl ein wenig vorgegriffen. Keine Angst, alles ist gut. Ihr müsst keine weiteren Verteidigungsanlagen errichten. Ich dachte mir gerade schon wieder, das Spiel will mich doch echt verarschen. Dachte mir gerade schon wieder, ey, wo werde ich denn jetzt schon wieder angegriffen? Das kann doch gar nicht sein. Ich habe doch hier, ne, alles gemacht und so weiter. So, ich würde hier gerne aber nochmal ein paar Zaubersprüche dann erforschen, gerne. Was haben wir denn so? Horde, panischer Rückzug für die Horde. Blitzschlag. Nicht gerade der Zauber, der einen am leichtesten über die Lippen geht, aber dennoch wirksam. Einen Gegner markieren, der nicht nur das bevorzugte Ziel eurer Kreaturen wird, sondern bei dem zugleich mehr Schaden angerichtet wird. Geil. Pfeilregen. Geil. Guck mal, so ein Pfeilregen würde ich gerne mal erforschen. Kostet 30 Mana. Ist nicht so teuer eigentlich. Ja, also ich muss mich noch so ein bisschen in das Spiel einfinden, gebe ich ja zu. Mache hier manchmal noch sehr komische Aktionen. So, das ist noch ein normaler Ork. Der kann also noch zu einem guten Ork-Hauptmann abgegradet werden. So, da würde ich gerne noch eine Nagerkönigin mir gönnen. Und das war's. Mehr können wir dann schon fast gar nicht. Wie lange braucht ihr hier noch? Ey, sorry, wollte ich gar nicht. Wie lange braucht ihr denn hier noch für einen? Ach shit, oh, ich bin so blöd. Jetzt habe ich den Pfeil. Ich hatte den Pfeilregen ja noch als Forschung aktiv. Oh, Mann. Okay, Leute. Ich werde aber keinen Cut mehr machen. Ich werde jetzt probieren, hier das Dorf dann gleich anzugreifen. Und dann werden wir das hoffentlich auch hinkriegen. Kann ja nicht angehen, ey, dass man sich hier so anstellt. Im 4. oder 5. Level. Das ist doch irgendwie, ne? Die Städte lagen da wie reife Früchte, die nur noch gepflückt werden mussten. Das ultimative Böse zog seine Kreaturen zusammen, um sich des Problems anzunehmen. So, das haben wir geschafft. Wir könnten sogar noch auf 3 erhöhen. Wir wollen es aber nicht übertreiben. Pass auf, wir holen uns jetzt noch einen Naga und danach so einen normalen Ork. Und bist ja immer noch nicht fertig. Wie lange brauchst du denn? Zum Ork-Hauptmann sollst du dich upgraden. Habe ich dem das nicht gesagt? Okay, dann tut es mir wirklich leid für dich.
Es ist Zahltag. Ist noch kein Hauptmann, denn jetzt will er Geld haben. Diese geldgeilen Orks. Zwei Orks. Ach so. Kann er sich jetzt noch upgraden oder nicht? Sonst muss ich hier gleich zum Angriff. 4, 6. Das sind schon mal 10 Bevölkerungspunkte. Ich weiß nicht, wie ich auf die 25 komme. Ich hoffe, dass der Ork hier noch nicht mit drin ist. Weil ich habe doch... Ich habe das Bevölkerungslimit erhöht. Habe dafür einen Naga und einen Ork geholt und den abgegradet. Dann müsste ich doch jetzt immer noch einen upgraden können, oder nicht? Ich hoffe mal, der ist nicht drin. Na, wir warten ab. Und dann greifen wir gleich an. Dann greifen wir gleich an, Leute. Dann haben wir es gleich. Immer mit der Ruhe. Grants wird vielleicht doch noch gewinnen. Das wird sich alles zeigen. Zumindest, dass wir diesen dicken Angriff überlebt haben, ist auch schon mal gut gewesen. Ist es jetzt ein Häuptling? Immer noch nicht. Ach Leute, komm. Es ist jetzt eigentlich egal. So, wir nehmen die ganzen Einheiten mit. Naga-Königin, komm her. Orks, alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Wo ist der Gobblebot? Hier. Wo ist der Goblin-Schurke? Hier. Und dann greifen wir jetzt an. So, an die Oberfläche mit euch. Zack, da sind sie. Und ich hoffe mal, dass diese Armee jetzt genügt, um den Menschen mal zu zeigen, wer hier der Boss ist in diesem Gebiet. Nämlich wir. Das ultimative Böse. So, hier ist noch eine kleine Wache. Keine Pixie, ne? Ne, keine Pixie. Das ist schon mal gut. So, macht sie fertig. Sauber. Ah, der Gobblebot, der flamet sich da so geil durch. So, sehr schön. So muss es sein. Mana mitnehmen. Und direkt weitergehen, Leute. Direkt weitergehen. Aber der Erzähler muss ja auch von irgendwas leben. Deshalb nun eine kurze Werbedurchsage. Kauft Spiele von Calypso. Viele, viele, viele. Danke. Werbung Ende. Herrlich. Also der Erzähler ist echt cool gemacht, muss man ja mal sagen. Wer kriegt denn da schon wieder so auf die Fresse auf einmal? Könnt ihr bitte alle den hier angreifen? Der Gobblebot stirbt doch gleich schon wieder. Es kann doch nicht angehen. Komm schon, der Gobblebot darf nicht sterben. Geht doch. So, eine Naga ist gestorben und der eine Goblin. Das ist mir jetzt aber auch egal eigentlich. Ey, meine Güte. Kann doch eigentlich nicht so schwer sein. So. So, machen wir die hier noch fertig. Jetzt kommt die Pixie hier an. Der Gobblebot stirbt doch noch. Nicht der Gobblebot. Alles, aber nicht der Gobblebot. Sauber, er wird geheilt. Wäre geil, wenn irgendjemand einen Heiltrank droppen könnte. Da wäre ich wirklich sehr verbunden. Hier ist Heiltrank. Sehr schön. Okay, und auf einmal sieht es schon wieder richtig gut aus. Außer, dass ich halt wieder nur noch 5 Einheiten habe. Aber hey. Man will sich ja nicht beklagen, ne? So, wenn ich jetzt reinrenne, versuche ich erstmal an den Türmen schnell vorbeizukommen. Ah, das sind wieder die gleichen, die vorhin im Dungeon waren. Die haben gut reingehauen. Bis der Gobblebot seinen Flammenwerfer ausgepackt hat. Und die eine... Ja. Shit. Egal, komm, die kriegen wir jetzt. Lasst euch nicht ärgern, Leute. Passt auf den Gobblebot auf, der hat nicht mehr viel. Leute, der Gobblebot. Oh, der Gobblebot wird sterben. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt noch. Oh Gott, die hauen mir richtig gut auf die Fresse. Das ist nicht wahr. Ich bin zu schlecht für dieses Spiel scheinbar. Kann doch wohl wirklich nicht mein Ernst sein. Ich brauche noch so einen Wiederbeleber. Das kann nicht angehen. Dass ich hier andauernd auf die Fresse bekomme. Wie viele Einheiten sind da noch? 2 Einheiten noch und diese beiden blöden Türme. Boah, ist das low. Das ist so low, was ich hier mache. Ah, ich ärgere mich voll. So, der Ork-Hauptmann hier. Und dann das Lazarett ausbauen. So, und den Defibromat. So, siehst du, da kommen sie direkt alle wieder.
Schön ist was anderes, ne? Wenn die sich gleich alle geheilt haben. Ah, hier liegen sie alle tot. Guck mal, hier ist böse, hier ist gut. Böse, gut. Also es ist fast alles böse. Außer hier, hier ist auch noch gut. Die könnten wir auch noch fertig machen, aber eigentlich... Eigentlich würde ich gerne einfach jetzt zu den Gegnern rennen und die fertig machen. Damit wir endlich diese Einhorn-Mission hier abgeschlossen haben. Kann ja nicht so schwer sein eigentlich. Sollte man meinen. Aber hey. Weiterhin gab es Städte, die auf ihre Zerstörung ich weiß durch die es. Horde warteten. Meine Güte. Der will mich nerven. Merkt ihr das? Der will mich echt nerven. So, die heilen sich jetzt alle schön. Wenn sie das haben, dann werden sie direkt wieder an die Oberfläche boxiert von mir. Nagerkönigin heilt sich erstmal selbst. Sehr gut. Wir können dir auch gerne hier noch ein Bett hinstellen. Guck mal hier. Falls du dich hinlegen möchtest, lieber Gobobot, hier, zack, heil dich mal. Es ist Zahltag. Zahltag ist auch noch. Boah, jetzt geht auch noch das Geld weg. So. Da ist das. Hier, hier ist noch ein Turm, glaube ich. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, alle Einheiten sind inzwischen übrigens hier unten, heilen sich. Oder werden halt noch wiederbelebt, so wie der Bengel hier. Halt, ne, irgendjemand ist auch gestorben scheinbar. Oh, wir haben nur noch... Okay, pass auf, die hier wird zu einer Naga-Königin abgegradet. Wir haben nur noch einen Hauptmann, das sind Hauptmänner beides. Der hier ist kein Hauptmann. Okay, wenn der gleich wiederkommt, dann wird er zum Hauptmann noch abgegradet. Dann meine ich, kann ich mir trotzdem noch eine Naga holen oder so. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der sich hier so schwer tut mit dieser Mission. Ich hoffe einfach mal, dass das nicht der Fall ist. Ah, zwei Goldreserven, dann baue ich nur die eine ab. Können wir hier nochmal, zack, zwei Schatzkammern Plätze hin tun. Ist sie schon? Ne, ist noch keine Naga-Königin geworden. Da steht sie noch. Was hat sie jetzt schon wieder? Was hat sie jetzt schon wieder? Ein paar Kreaturen des ultimativen Bösen hatten ein Lagerfeuer entfacht und zu grillen begonnen. Sehr langweilig, oder was? Der Geruch von frisch gebratenem Fleisch wehte durch den Untergrund. Ich glaube, die will die Schnatterlinge schlagen. Ach ne, Gold wollte die haben. Und jetzt geht sie wieder trainieren. Okay, alles klar. Die Orks heilen sich hier gerade alle. Wir schaffen das noch, Leute. Keine Sorge. Keine Sorge. Wer bis hierhin durchgehalten hat, Respekt dafür. Normalerweise hätte man jetzt wieder so ein geiles Codewort sagen können, ne? Was man jetzt in die Kommentare posten kann. Ich kann ja auch nochmal so ein Erholungsgerät Das spendable hinbauen. Böse hatte einige Trainingsgeräte in der Arena errichtet, um seine Monster effektiv von wabbeligem Pudding in knackiges Gemüse zu verwandeln. Spitzende Kreaturen hatten keine Zeit, sich zu langweilen. So, du kommst mit. Und du wärst hier zum Ork-Hauptmann ausgebildet. So, wenn der ausgebildet wird... Ach, ging schon runter direkt. Dann gehen wir hier... Da kann ich ja noch zwei... Kann ich mir noch zwei Einheiten holen. Oder warte mal, ich warte mal ab. Wann jetzt das genau... Oh, hier, da wird trainiert, Leute. Guckt euch das an, ey. Der Ork-Hauptmann, der stemmt die Gewichte, ey. Die Boss-Transformation... Die Boss-Terformation. Ja, schlag mal ruhig darauf ein. Ich will schauen, wenn er jetzt fertig wird, ob dann das Bevölkerungslimit hochgeht oder ob das schon eingerechnet wird. Deswegen warten wir mal kurz hier ab. Ah, kann ich auch dann sehen. 21 kann ich mir gerade noch so merken. Oh, jetzt geht er sich bitte nicht das Gold holen, oder? Schön weiter trainieren, Junge. Schön weiter trainieren. Lass dich nicht beirren. Du brauchst kein Geld. Geld ist nicht wichtig. Ihr habt nicht genug Bösartigkeit. Wo kann man denn sehen, wie viel Bösartigkeit man hat? 2000 Bösartigkeit brauche ich. Ist es hier, ne? Zeigt euch an, wie viel Bösartigkeit ihr gesammelt habt und wie viel Bösartigkeit ihr für die nächste Stufe benötigt. Ah, okay. Frag mich nicht, wie man das erhöhen kann. Okay, er ist zum Hauptmann geworden und das Bevölkerungslimit ist nicht hochgegangen. So, damit wir jetzt nicht 100 Jahre warten müssen, hole ich mir jetzt noch eine Nagerkämpferin und einen Ork. Und mit dieser Armee greifen wir an, würde ich sagen. So, ihr kommt alle einfach mit, Leute. Wir nehmen alles mit
was nicht nied- und nagelfest hier im Dungeon platziert ist. So, raus mit euch an die Oberfläche und jetzt wird in die Schlacht gezogen. In die hoffentlich finale Schlacht. Also Leute, wenn wir jetzt nochmal abkacken, ne? Können direkt hier bis zur Stadt gehen. Wenn wir jetzt nochmal abkacken, dann sollte ich mir überlegen, ob ich dieses Spiel noch weiterspielen soll. Was haben wir hier Schönes? Warte mal. Regenerationsrate. Das sollte eigentlich er hier kriegen. Schaden hat er aber. Der hat kritische Trefferchance. Der hat noch nix. So. Der Regenerierende. Sehr schön. So, hier hinkommen. Und dann angreifen. Rein in die Schlacht, Leute. Rein in die Schlacht. Sollten wir jetzt erstmal... Doch, wir machen erst die beiden Menschen kalt. Und dann gehen wir gegen die Dingens vor. So, komm, mach sie fertig. Ah, Pfeilregen hätte ich auch mal machen können. Einfach nur, um zu schauen, wie das so ist. So, die halten aber viel aus, muss ich sagen. Aber wir haben ja auch genügend Kreaturen hier am Start. Oh, die gehen direkt jetzt auf die Dinger auch noch. Auf den Turm. Oh, der Turm ist ja schnell down. So, komm, ab auf den nächsten Turm. Ah, ne, der Turm hat noch. Okay, dann machen wir den natürlich erstmal fertig. Ach, das eine Haus ist, glaube ich, so schnell abgefackelt. So, sehr gut. Und den Turm hier auch noch. Da stirbt gleich schon wieder irgendwer. Oh Mann, meine Kreaturen halten mir echt zu wenig aus teilweise. Noch waren nicht alle Städte von der Oberwelt getilgt. Es war an der Zeit, dass sich das behäbige Böse endlich... Ich bin doch auf dem Weg, bleib mal locker. Ja, okay, die wollen erstmal den Turm fertig machen, weil der die halt angreift. Ja, kann ich ja nachvollziehen. Ist eine gute Idee. So, dann gehen wir da rüber. Der Gobobot ist echt nice, finde ich. Der ist cool. Macht auch richtig schön viel Schaden. So, und das wird wieder die Folge des Todes von der Länge her. Aber Leute, ich wollte jetzt nicht noch einen Cut machen. Ich kann keine 5 Folgen an einem Tag rauskloppen. Nicht standhalten und fiel ihren blutrünstigen Kriegern zum Opfer. Die Überlebenden würden weiter im Steinbruch arbeiten dürfen. Halt nur in Ketten, um das heimtückische Böse mit dem Geklinker und Geklunker ihrer Kettenglieder zu erfreuen. Es war vollbracht. Das Einhorn zierte den Kamin des ultimativen Bösen. Die Städte lagen in Ruinen. Die Wall Street war besetzt. 99% der Missionsziele waren absolviert. Moment, nein. 100! Ja, yeah, 100! Ausgezeichnet. Sauber, Leute, wir haben es doch noch geschafft. Wir haben diese Mission doch noch abgeschlossen. Und in der nächsten Mission, oh, Trolle aus der Hölle. Da werden wir wahrscheinlich die Trolle endlich zu Gesicht bekommen. Beim nächsten Mal wissen wir aber schon wieder viel mehr. Wir wissen, wie wir Einheiten ausbilden können. Wir wissen auch, dass wir jetzt unser Bevölkerungslimit anheben können. Also in dieser Mission habe ich sehr viele Fehler gemacht, Leute. Sorry dafür, dass ich das so in die Länge gezogen habe. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ich würde mich natürlich wie immer über Kommentare oder auch eine Bewertung freuen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, im nächsten Level von Dungeons 2 wieder, wenn ihr mögt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Ciao, ciao.